Hey, das ist jetzt ein Ernstwind. Und damit herzlich willkommen in dieser wunderschönen Holzhütte, dieser schönen Location, die ich gerade ausgesucht habe, weil es leider geregnet hat und ich mich deswegen irgendwo unterstellen wollte, aber ich wollte nicht wieder drin filmen, weil drin filmen irgendwie auf Dauer auch langweilig ist, weil ihr immer die gleiche Wand habt, immer das gleiche drumherum, das ist einfach öde und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mal diese wunderschöne Holzhütte hier als alternative Location. Ich finde sie auch ganz schön, abgesehen von den ganzen verschiedenen Schriften und Sprüchen, die hier an den Wänden stehen, das ist nicht unbedingt jetzt niveauvoll, erinnert eher an so ein Ghetto, aber ich meine, die Hütte ist wirklich cool und jetzt Style. Ich finde die cool und deswegen wollte ich die als Location nehmen für meinen Informationsvlog, den ich ab und zu mal mache. In diesem Vlog wollte ich mal darüber reden, dass ich mich so ein bisschen schäbig fühle. Wie ihr sicherlich einige wissen, habe ich ein Video für Flows Live gemacht. Also ich habe quasi ein paar Sachen aufgenommen und ihm die dann geschickt, damit er ein Video daraus machen kann. Also ich bin zusammen mit einigen anderen YouTubern in einem Video zu sehen. Das müssten jetzt ungefähr 3 oder 4 Leute wissen, die durch das Video von Flows Live auf meinen Kanal aufmerksam wurden. Und ich fühle mich ehrlich gesagt so ein klein wenig schäbig dabei, weil ich ja genau weiß, dass diese Abonnenten mich gar nicht kennen würden, wenn sie das Video von Flows Live nicht gesehen hätten. Also habe ich diese Abonnenten eigentlich nur durch dieses Video bekommen. Ist ja nicht schlimm eigentlich, aber ich fühle mich trotzdem so ein bisschen schäbig dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Das zweite Thema, was ich ansprechen wollte, waren meine Vlogs allgemein, also meine Themenvlogs. Wie ihr gesehen habt, hat der letzte Vlog nur 5 Minuten gedauert und das war auch gewollt so. Ich wollte das Video möglichst kurz halten, weil die letzten Videos eben so lang wurden. Also die haben ja teilweise mehr als 10 Minuten gedauert. Da habe ich mir gedacht, das kannst du eigentlich nicht bringen. Du musst die Videos irgendwie kürzen und das Wichtigste auf 5 Minuten oder so zusammenfassen. Das war auch mein Ziel. Ich habe es geschafft auf fast genau 5 Minuten, also 5 Minuten und eine Sekunde. Ich wollte die Videos halt einfach ein bisschen stauchen. Wäre das Video jetzt 10 Minuten lang, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr Informationen unterbringen können, weil ich so gerne um den heißen Brei herumrede und deswegen wahrscheinlich auch einfach unnötige Lückenfüller eingebaut hätte, die ich dann unbewusst immer ins Video einbaue, damit das länger wird. Und die nächsten Videos sollen ungefähr auch so lang werden. Ich sag mal, maximal 15 Minuten sollen sie werden. Also sonst ist mir das auch ehrlich gesagt zu lang. Guckt sich auch kein Mensch an. Und man mag es nicht glauben, aber diese Videos, die machen unfassbar viel Arbeit. Das dauert so lange, die Videos zu schneiden. Das glaubt ihr gar nicht. Aber ich mach's gerne, weil ich das für euch mache, weil ich es für mich mache, weil ich dann auch sehe, okay, das Video, das kommt gut an oder das Video gefällt mir selber auch, weil ich weiß, ich habe mir Mühe gegeben dabei und ich habe natürlich versucht, das Beste irgendwie rauszuholen, was möglich ist und ich hoffe, ich habe es irgendwie ansatzweise geschafft. Zu guter Letzt noch eine kleine Information am Rande für diese kleinen Informationsvlogs und zwar mache ich die halt einfach, wenn ich irgendwie Zeit habe und Bock habe, irgendwas mit euch zu bereden. Einfach, wenn ich irgendwelche kleinen Anekdoten oder Informationen habe, die ich mit euch besprechen will, dann kommt so ein kleiner Vlog hier einfach mal zwischendurch reingeflogen, einfach als Auflockerung auch. Das soll es auch schon gewesen sein mit diesem kleinen Video für zwischendurch. Es wird auch gerade schon wieder windig hier und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal haut er ordentlich rein und sayonara.